Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ekklesion. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, das ist ein Outtakes-Video, denn die Greifenturmstrecke vom letzten Mal war einigermaßen heftig und nicht ganz so leicht und ich habe hier die ein oder anderen lustigen Momente gefunden und habe mir gedacht, ich mache so eine kleine Compilation für euch, damit ihr auch wieder Spaß dran habt. Falls ihr das richtige Video euch anschauen wollt, entweder den Link in der Beschreibung euch ansehen oder einfach die schwarze Box anklicken. Sonst wünsche ich euch viel Spaß und viel Gelache mit den Outtakes der Greifenturmstrecke. Okay, was wir hier zu tun haben, ist, dass wir mit der Bombe durch das Rätsel durchgehen. Ich habe leider ein bisschen vergessen, wie wir hier eigentlich weiter vorgehen sollten. Nein, böser greift, nein, da ist ein Loch, oh Gott. Ach, na gut, das war das erste Mal, dass ich überhaupt jetzt am Fehlen war. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Okay, schön am Greifen vorbei. Das Loch, nein! So. Sollen wir wieder eine Bombe nehmen? Ja. Was machen wir mit der Bombe? Wir laufen weiter. Laufen an dem ersten Greifen vorbei. Jetzt wissen wir, wir können hier hoch. Halleluja. Mit der Bombe geht's weiter und... Wie hat er uns hinter sich erwischt? Wie geht das? Wie funktioniert das? Hat er irgendwie auf seinem Rücken noch weitere Schnäbel und Flügel und Krallen oder was? Naja gut, schauen wir, wie das Rätsel weitergehen würde. Von hier müssen wir eigentlich nur rüberspringen, kurz ein bisschen heilen und toll, verlangsamt durch den Kampf anscheinend, obwohl wir außerhalb des Kampfes dann waren. Arena Net, wieso tust du mir das an? So, wieder hier runter, wir kennen es ja mittlerweile. Und von hier sollen wir vielleicht die Sprungtaste drücken, denn ohne springen wir nicht. Schön. So, wir haben das Sprungrätsel ohne Bombe durchgeschafft, weil ich wollte es mir wirklich ansehen, ohne irgendwelche komischen Überraschungen zu haben. Ihr seht, den Erfolg habe ich gekriegt, nur ich kriege diese Truhe nicht ohne Sprung, nicht ohne Sprung, sondern ohne Bombe auf. Das heißt, wir müssen es nochmal mit der Bombe schaffen. Oh Gott, ich habe Angst. So, wir haben die Bombe und... Was, ein Greif ist da? Wie hat er sich da versteckt hinter den Bäumen? Du bist gemein, du böses, böses Chicken McNugget. Böses Ding, böses Ding. Wir sterben nicht mal. Toll, toll. So, da sind wir rüber und der Greif hat uns erwischt. Und was machen wir? Suizid, Suizid, Suizid. Komm, mach's mal richtig. Genau, aufspießen. Oder so ähnlich. So, hier runter. Und Sprung. Toll. Wir haben den Sprung nicht geschafft, das heißt, wir dürfen wieder sterben gehen. Als ob das was Neues wäre. Aber ich gehe nicht ohne euch. Ich gehe nicht ohne euch. Wir haben die Greifen mitgenommen und sind jetzt am Runterspringen. Wir haben es geschafft, alle Gegner zu ignorieren, außer uns selber. Natürlich. Der größte Fehler, wir selber. So. Der erste Greif, wirklich. Nach so vielen Versuchen, so vielen Sprüngen und alles, der erste Greif. Toll. Danke, danke, danke. So, und gleich am Anfang runter. Natürlich werden wir erwischt von einem Greifen, der uns sonst immer ignoriert. Und wir springen und sind tot. So, erster Greif, total ignoriert. Nicht erwischen lassen. Jetzt, zweiter Greif. Was? Er war nicht mal an mir dran. Wie geht das? Wie funktioniert das? Arena Net, was macht ihr? Wenigstens sah das lustig aus. Okay, Bombe. Mit der Bombe springen wir nicht um die Ecke, sondern machen einen Bauchlander genauso weit weg, dass wir mit dem Spezial-Trade nicht den Greifen erwischen und er uns einfach die Bombe wegnimmt, weil wir zu dick sind, um durch den Spalt zu passen. Was heißt das? Ja, meine Leute, wieder Suizid. Und ich werde langsam verrückt, denn diese kleinen Greifen gehen mir sowas von auf die Nerven, dass ich sie alle töten werde. Ich bin jetzt in Raserei. Und wenn ich fertig bin mit euch allen, dann werde ich eure schönen Flügel nehmen und werde heiße Spicy Chicken Wings machen und die genießen. Vielleicht ein bisschen mit italienischen Kräutern oder auch anderen Sachen, wie auch immer. Schöner Kartoffelsalat dazu. Oh, lecker. Und ihr werdet alle tot sein. Das wird schön, das wird schön. Tötet alle Greifen, auch für mich mit, bitte. Sind wir fertig mit unserer Killing Spree? Es scheint so. Es scheint so. Aber jetzt werden wir es hoffentlich nicht rüber schaffen. Wow. Wow. Screw you guys. I'm going home.